Ja, Streicheleinheiten für die Seele ist mein heutiges Thema für dich. Ja, und die Idee kam mir sozusagen eines Morgens. Ich lese ja morgens ein bisschen Literatur, bete, meditiere und da kam mir das, oder es ist spontan passiert in Aquarell, also um die Seele zu streicheln, ja, recht. Also ich habe mich für Aquarell entschieden. Du hast aber auch jederzeit die Möglichkeit, mit Acryl zu malen. Dann würde ich dir aber tatsächlich empfehlen, dass du die Farben mit viel, viel Wasser, ja, mischt. Und meine Farben, ich werde häufig gefragt, warum ich wie und welche Farben benutze. Außer jetzt, wenn ich tatsächlich ein Bild male, um in eine Ausstellung zu gehen, also wo ich mir im Vorfeld Gedanken mache, passieren die meisten Bilder hier jetzt auf YouTube spontan und intuitiv. Das bedeutet, ich mache mir keinen Kopf, mit welchen Farben, sondern male intuitiv. Aber jetzt hier die Seele streicheln. Also nimm einen etwas größeren Pinsel, der ist jetzt gar nicht mal so groß, und stell dir vor, dass du während des Malens deine Seele streichelst, mit ihr in Kontakt trittst, gerne auch liebevolle Wörter mit dazu nimmst. Guten Morgen. Hi, schön dich zu sehen. Streicheln. Ich streichle dich jetzt einfach mal ein bisschen. Ja? Versuche, während du malst, auch vielleicht über die Atmung, den Blick nach innen zu richten. Gerne, um das Ganze vielleicht ein bisschen leichter zu gestalten, beginne mit einer, bevor du malst, mit einer Atemmeditation. Also einatmen und während du malst, ausatmen und einatmen miteinander verbinden. Also natürlich verbinden, das war jetzt, aber ich wollte jetzt auch nicht aus dem Fluss kommen. Das ist gerade so schön, im Fluss auch zu malen. Unterstreich dein Seelenbild mit einer schönen Musik. Oh, entschuldige. Das Gold hat mich jetzt durcheinandergebracht. Mit einer schönen Musik. Auch die Zeit könnte ja dazu beitragen. Ja, überleg dir, wann, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Tageszeitpunkt du am ehesten dir vorstellen kannst, mit deiner Seele in Kontakt zu treten und sie zu streicheln. Ist natürlich symbolisch gemeint, das ist jetzt nicht, dass mir jetzt hier irgendwas umgedreht wird, aber ich glaube, ihr versteht mich schon. Also wenn es meine Seele versteht, dann versteht es eure auch. Na, man streichelt über die Pinsel durchs Malen, stelle ich mir vor, dass ich etwas in mir liebevoll betrachte. Das ist alles. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich dort über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Workshops und über meine Seminare. Ja, hier geht's weiter mit dem Seelenbild.
Das sind übrigens mehrere entstanden. Mich hat das Thema so berührt, diese Sanftheit. Und male in deinem eigenen Tempo natürlich. Stille. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und das sind Aquarellstifte, die ich immer wieder gern einsetze. Auch eher bei diesem Bild, also eher sanfte Farben. Keine krassen Töne. Das wird nicht passen, also für mich. Alles Liebe, viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitiven Malen. Und ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Also tschüss und alles Liebe.